Mit der Weihe eines Tempels an der alten Stelle, liebe Schwestern und Brüder, ist das, was der makkabäische Aufstand bezweckt hat, ans Ziel gekommen. Der Ort ist vom Gräuel gereinigt. Es gibt ein kleines Stichwort, das tief mit dem Evangelium verbindet. Wir wollen hinaufziehen, sagen die Brüder zueinander. Jesus wird das zu seinen Jüngern sagen. Auf, lasst uns nach Jerusalem hinaufziehen. Und nicht nur, dass es uns tief mit dem Weg Jesu verbindet, der sich in Jerusalem vollendet, es ist auch unser Weg. Über jedem Tag unseres Lebens steht diese Überschrift, wir wollen hinaufziehen. Nein, nicht in das irdische Jerusalem, nicht in irgendeinen Tempel. Wir ziehen der Heimat entgegen, dem himmlischen Jerusalem, wie es die Präfation von Kirchweih sagt, das unsere Mutter ist. Wo es keinen Tempel mehr gibt, wo die Gegenwart Christi als des geopferten Lammes der Tempel ist oder den Tempel ersetzt. Das ist das Ziel unseres Hinaufziehens. Und so führt uns dieses Hinaufziehen der makkabäischen Brüder über das Hinaufziehen Jesu, wo sich der Weg in Jerusalem vollendet. Denn ein Prophet kann nirgendwo anders sterben als in Jerusalem, sagt Jesus selber. Wo der Tempel seines Leibes eingerissen wird und Gott ihn nach 3 Tagen wieder aufrichtet. So führt uns auch über diese Station, über diesen zentralen Punkt unseres Glaubens, das Hinaufziehen weiter, Schritt für Schritt, dem Ziel unseres Lebens entgegen. Wir sollten es nicht aus den Augen verlieren.